Servus Leute, zurück zu einer neuen Runde Tales of Cestiria. Wir machen weiter. Und zwar, kleines Update für euch, wenn ihr die ersten zwei Parts nicht gesehen habt. Wir waren in einer Ruine, haben dieses mysteriöse Mädchen, das uns seinen Namen noch nicht sagen wollte, gerettet. Oder sie lag halt da einfach rum und naja. Wir sind ein Mensch, sie ist ein Mensch. Die Leute hier in diesem Dorf sind alles Seraphim. Und nur wir können sie sehen. Sie kann sie nicht sehen. Wir haben die Kraft, sie zu sehen. Und unser Freund und unser Opa, also beide zwei Seraphim, sind jetzt, glaube ich, dort oben und haben uns geraten, dass wir sie zurückschicken, wo sie herkommt. Wo auch immer das ist. Aus einer Stadt, die Damensee nennt. Lady Sea in Englisch. Ja, und jetzt haben wir ihr geholfen, ein paar Wildschweine zu jagen, um sich Rationen für den Heimweg zu sichern. Jetzt sollten wir das besprechen, glaube ich. Saray? Oh, did I wake you? Sorry about that. You're sure into that book, aren't you? I've read it countless times since my childhood. One day, I want to explore ruins all over the world. Everyone who's read the Celestial Records says that, and I'm no exception. But sadly, now is not the time for some jaunt around the world. For several years now, the world has been plunged into a nigh incomprehensible state of chaos. Chaos? Mysterious illnesses, incessant storms, people bursting into flames. Whoa. There are those that say, even the dead have begun to walk the earth again. Whoa, hang on, what are you talking about? You don't believe me? Or you think this is a joke? No, I... The situation is beyond grave. Huh? The chaos has caused abnormal climate changes all over the world. As a result, we are on the verge of enduring widespread crop death, famine, and starvation. And worst of all, are the rumors of governments planning to replenish their dwindling resources through war. It mustn't come to that. Can nothing be done? Who knows? There's nothing to hang on to but legends. Which is why you... No, never mind. I won't ask. I think I'm gonna just hit the hay here myself. Sleep well. Good morning. Jetzt müssen wir auf jeden Fall das Good morning. You ready to Probleme. Get to work? We gotta make those rations and bags from the prickle boars we hunted yesterday. You got it. Und wie machen wir das? Afraid it isn't exactly super fun, though. Well, let me know when you're ready to start. Ready? Ja. So, what do you need me to do? Gibt's etwa auch Crafting oder wie? Ah, nee, doch nicht. Sorry for putting you to work like this. Oh, I'm pretty used to it. With your help, I'll be able to leave tomorrow. Thanks so much. Yeah? Great. Well, better rest up for tomorrow. Schon wieder ausruhen? I ought to let Gramps know. Wish I'd asked her more about the world below.
Okay, Stachelschweinhaut habe ich verloren. Aha, es wird dunkel scheinbar. Kurios finde ich, dass sie sich überhaupt nicht da... Oh, waren die schon vorher da? Dass sie sich scheinbar überhaupt nicht kümmern. Das... Diese Items, habe ich die auch? Eisenkraut. Das mit dem Wiederherstellen ist halt das Geile. Das heilt mich immer wieder. Deswegen will ich es nicht einfach so jetzt raushauen, auch wenn es mich stärker machen würde. Die stört es gar nicht, dass ich mit der Luft rede oder irgend so einen imaginären Opa besuchen gehe. Komisch. Gramps! Gramps! Wo ist unser Freund? Hey Gramps, she says she's leaving tomorrow. I see. We'll all be sure to see her off. After all, one must always be hospitable to one's guests. Thanks. What? Ah, ich erwarte immer noch irgendeine Katastrophe, die jetzt passieren wird. I really owe you. Thank you so much. You gonna be okay by yourself? I cannot cause more trouble for you than I already have. I see. You'll be fine. Just follow that map and you'll get through the forest with no problems. Oh, it's not that. I believe you. Alicia. Huh? That's my name. Alicia Difta. Alicia? You didn't even know who I was, and you helped me without asking anything in return. Whereas I thought only of myself, leaving you without even a name by which to call me. As a knight, I am ashamed. Please find it in your heart to forgive me. It's okay. It's okay. I must confess something to you. Hmm? I know this sounds strange, but I believe that the Seraphim really do exist. The myths and legends that are preserved in the celestial record must be more than mere fairy tales. Yeah. This crisis that has befallen our world, I believe only the ones spoken of in the ancient legends can truly restore order. The shepherd, you mean? You're not going to ridicule me? Everyone back in town does. Of course not. You're a real saint. You know that? The Sacred Blade Festival is soon to commence in Lady Lake. A trial will be held based on the legend of the Shepherd's Sword. A trial I think you might be interested in. Me? Time to go. But please, give it some serious thought when you have the time. How come? The shepherd I see in my mind when I read the legends. I have to say, he reminds me a lot of you. What's this? Gramps asked me to go out and search the ruins and find some clues about that girl. I've been down there looking. So wait, this is Alicia's? This is the crest of Highland. I don't think this Alicia is any ordinary knight. I know this is difficult for you, but it really is for the best. Gramps? Someone has infiltrated my domain. Blast and damnation! Hiding your presence, are you, crafty bugger? Everyone, be warned! There is an intruder in our realm! Find them! They've concealed their presence, so chances are good it's a Hellion! Search with extreme caution! We'll go too. Very well.
If it is a Hellion, quick measures must be taken. I'm counting on you. I have a hunch we'll find it around the forest. Good idea. Aha, königliches Messer. Ah, ist es vielleicht eine Prinzessin oder so? Das wäre auch typisch für ein Rollenspiel. Die Prinzessin. Beim Wald, ein Hellion. Ich dachte, sein Gebiet ist hier draußen. Naja, schauen wir mal. Ey, wer steht denn da? Da drüben steht jemand. Ach so, die suchen jetzt wahrscheinlich alle selbst danach. Das führt mich doch wieder zu dieser Höhle, oder? Zu dieser Ruine. Ja, mysteriöse Melodien. Aber lange Laufwege. Okay, das führt mich immer weiter darunter. Da um die Ecke. Oder auch nicht? Was? Wer? Dort oben? Nein, dort hinten. Muss mich ein bisschen mit der Minimap. Da ist irgendwas. Mason! How odd. I didn't expect to find anything but the main course here. Was? But now there's two more side dishes. Ein Vampir? What on earth is this thing? Is this the Hellion? This is not the place for one such as you. Leave at once. Impudent brat. I can smell the fear wafting off of you. Those tender arms trying to conceal their shivers. Saray! Aren't you a succulent treat? What? Did I stutter? I'm saying I'm going to eat you! As if! I can take you! Hat sich diese Waffe verändert? Meet your doom, Hellion! Wähle ein Art des Menü Himmelssturm. Wie mache ich das? Mit. Ah, okay. Verborgene Art des Wirkens mit. Das war 1. Es ist möglich, sowohl Kriegs- als auch verborgene Art des Kombos zu vereinen. Du kannst zum Beispiel die Schwächen eines Feindes mit einem verborgenen Art angreifen, um darauf einen Kriegsart folgen zu lassen. Du kannst mit bis zu 5 verborgene Art des kombinieren. Wenn das sowas fällt, nicht besetzt ist, kannst du das System durchdrücken. Oh Gott. Gar nix. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Ah, hat mich erwischt. Das mit dem, wie ich mich normal bewegen kann. Ah, hier ist das Atemmenü. Ja. Artes, zu den Kriegsartes. Himmelsstrom. Ein verborgenes Wasser, das aus einem Aufwärtshieb besteht, der daran erinnert, wie jemand gegen den Strom eines Wasserfalls ankämpft, kann leichtere Gegner vom Boden hochwirbeln. Okay. Was bedeutet das jetzt? Warum hat es jetzt da eine Kombination? Oh, was habe ich jetzt? Blitzzahn, Zerreißprobe. Ein flinker Schlag, der den Wind zerreißt. Die Richtung des Angriffs kann mit... Ach, das sind wahrscheinlich... Ach. Verstehe. Zu den Kriegsartes, das sind jetzt meine Kombos. Drei Falke, drei Binder, Dreiecksformen.
Mit einem Unüber. Das ist meine Combo, die ich gerade immer mache. B, 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 B. Einfach immer B. Button Smashing. Betäubung, Betäubung, Furien, Furien, Panzer, Einsätze. Zerreißprobe. Die Richtung kann mit geändert werden. Was bedeutet das? Also, warum? Wie aktiviere ich das? Einfach ganz normal B gedrückt halten vielleicht? Und ja, jetzt habe ich hier. Okay. Hilfe. Warum nicht? Hier kannst du die Kriegsassets der Figuren nachschlagen und mit denen aktivieren, eine verbogen einstellen. Wir haben festgelegt, je nachdem, was die Figur erlangt hat. Und können sich je nach Länge der Kombos ändern. Na gut. Also wenn ich jetzt automatisch auf Himmelsstrom setze, müsste das ja alles hinhauen. Genau. Und Kombi, Kombi, Kombo, 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 Kombo. Ah, der ist fast down. Der hat nichts drauf. Na, scheiß Vampir. All talk, aren't you? Still haven't had enough yet? Be gone. Mason! He ate Mason. Is this what Hellions are capable of? Away with you, evil being! Or you want to take us all on at once? I shouldn't be snacking anyway. Not when the main course is getting away. Die Prinzessin? Oder Königin? Oder das Mädchen? We can handle the rest. Gramps, that fox-looking thing, was that really a Hellion? They can talk to us? Yes. That's the form of a human who has become a Hellion. Corrupted, essentially. Humans can become Hellions? Now, it's time you went back home and rest. We should. Come on, let's head back. Right. So, it begins anew. Rang hat ein neues Arterland, Windmeister-Talisman, Unwetter erhalten. Nice. Zum Titel vertieft, von erhört, okay, cool, cool, cool. What on earth did it come here to do? How odd. I didn't expect to find anything but the main course here. Not when the main course is getting away. Jetzt macht's gleich Klick. Wait a minute. Was it going after her? Und jetzt wird der Held den Entschluss fassen, ihr hinterherzureisen. Wertvolle Handschuhe erhalten. Kann ich die anlegen? Scheinbar nicht, oder? Wo kämen denn die hin? Ah, hier sehe ich zum Beispiel in den Schuhen, seht ihr unter dem Stern einen Balken. Das kriegt auch, die kriegen bald ein Level, das ganze Zeugs. Ah, ja. Altes Schwert. Habe ich noch etwas Besseres? Oh. Ich muss zugeben, also Steuerung ist noch ein bisschen tricky. Alles noch tricky.
Kampfaktionen. Da habe ich ja auch jetzt wieder einiges. Immer noch 0 von. Habe ich noch keine Abwehraufladung richtig gemacht? Oder muss ich das überhaupt richtig machen? Himmelsstroh. Tigerklinge. Ein vertikaler Hiebangriff mit 2 Schlägen, bei dem er auf einen Aufwärtsschlag im Sprung ein Hieb nach unten folgt. Wie kann ich denn springen? Angriff hoch. Na gut. So ist es halt eben. Ja, wir machen uns auf den Weg. Wir folgen der Kleinen. Dem Mädel. Scheinbar. Mitten in der Nacht. Und mit dem Handschuh bewaffnet. Wir sind der Hirte. So viel steht fest. Und jetzt wird unser Freund uns begleiten, oder? Der wird uns jetzt aufhalten. He'll probably freak out with me gone suddenly. Sorry, everyone. Okay, dann etwas später vielleicht. Sorry, everyone. Jetzt gehen wir rechts entlang. Da kommt auch ein Dungeon oder sowas. Sehe ich da. Und jetzt kommt schon wieder ein Speicherpunkt. Und ein Monolith. Neuer AP. Und da links geht's schon weiter. I just saw a monolith written in ancient tongue. Zielerfassung. Das ist wichtig. Drücke bei der Zielerfassung eines Feindes. Du kannst dich über seine typischen Angriffe informieren. Wenn du einem Feind zum ersten Mal begegnest. Manchmal werden die Daten aktualisiert, wenn du einen Feind besiegt hast. Gib mir dann das, dich durch über deine Gegner zu informieren. Das Ziel gibt dir außerdem einen Eindruck. Ja, und wie wechsle ich das? Ist das jetzt ein neuer Skill? Ziele wechseln oder sowas? Den ich erst erlernen musste? Nein? Aber ich kann jetzt mehr Infos verschaffen über die. Na gut, das ist ja auch nicht schlecht. So, hier geht's raus. Raus aus diesem Gebiet scheinbar. Komplett raus. Da wird er uns aufhalten, oder? Nein? Dann halt nicht. Okay. Oh. Whoa! Mikleo! Mikleo. Why are you here? Thought I'd let you duck out of here. Well, I'm going to. Seriously? We can talk more while we travel. We don't have time. But from what the Foxman said, it's fair to assume that he's after Alicia. Foxman? You picked up on that too, huh? Of course. Now, let's hurry. Hey! What? What's gotten into you all of a sudden? I'm just really happy you came with me. I couldn't let you navigate the world of humans alone. Not as guileless as you are. I bet Gramps is mad, though. He was ready for it, in a way. He knew you'd leave someday. Hey, I'm just stepping out for a bit. I'll see him again. Sure. Gramps has always known that once you left, he'd live the rest of your days with humans. Is this from Gramps? We'll need money to get by in human society. He said to sell that if we're ever in a bind. And there's a message for you as well. Walk the path you believe in, and live your life to the fullest. And I know you will not go astray. That's what he said. Let's go.
ziemlich nebliger Weg. Incredible. By themselves, people are such frail things. That is why, in times of calamity, they pray for a ship to save them. This is really it. This is our world. The era later known as the Age of Chaos gave birth to a new shepherd. This is his story. Ende. Das war awesome. Richtig geil. After we get through the forest, we should reach the lake. Then we just have to head down the slope. Got it. But wait a minute. How do you know all this? It's not complicated. I've been collecting information for this very day. On your own? You never told me about it. Keine Kräuter zu glitzern. Ja. So Ray, look around you. Schranke des Lebens. Das war mal ein geiles Intro, muss ich mal sagen. Also, gefällt mir extrem. Das ist mein Stil. There might be something nearby. Kopfstiefel. Kampfstiefel. Kampfstiefel? Kampfstiefel. Hot, hot, hot. Bonusfertig hier. E-Bündel. E-Bündel werden durch Positionierung von zwei oder mehr Bonusfertigungen auf einer höheren Zahl nachgegeben. Dann kann gegen eine bestimmte Feind nützlich sein, da Fertigkeitsebene für bestimmte Elemente gelten. Hältst du durch das rein aus 2x2 oder 5 Grundfertigkeiten. Sie bringen doppelte Bonuseffekte. Geil. Doppeltes Betäubungszeit wahrscheinlich oder sowas.
Ja, ein bisschen... Na, noch nicht richtig checke ich das alles, aber... Das wird hoffentlich kommen. Vielleicht gibt's ja mal... Oh Gott, ja, jetzt ist es hier ein bisschen... Hier geht's nicht weiter, oder? Nö. Oder... zumindest nicht mit dem. Kann ich die wechseln? Formation ändern. Einfach mal alle Tasten drücken. Formation ändern. Kampffigur wechseln. 4. Ah, jetzt bin ich... Aber nee, ich steuere ihn jetzt nicht. Jetzt würde ich mit ihm kämpfen. Okay, probieren wir es mal aus. Falls mal in der nächsten Zeit ein Gegner kommt. This aroma. This aroma. Kamille. Aber hier ist ein Schatz irgendwo. Oder war das schon dafür? Na, war anscheinend schon dafür. Da ist nichts. Da vielleicht nichts. Raus aus diesem Wald. Z, Z, Z. Z. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Von dort hinten kommen wir irgendwo. Sieht fast aus wie Zelda. In der Hinsicht. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier einen Cut. Nein, natürlich hören wir uns erstmal das Gespräch an. I don't feel Gramps' domain anymore. That's because we've left the forest. Our adventure officially starts here. First off, we need to find Alicia and let her know she's being targeted. And then, we'll take down that fox guy. It's best we avoid confrontation with Hellions as much as possible. But I want to avenge Mason just as much as you do. But we're just a Seraph and a human. Neither of us with any power to purify malevolence. Never mind defeating him. Whether we could even drive him off by ourselves is iffy. And we can't rely on Gramps' assistance anymore. You're right, Mikleo. You're right, Mikleo. Ja, es ist ja wieder Eingang des Walds. Es ist genauso wie bei Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir kommen aus dem Wald in eine neue Welt und vor uns ist ein Schloss. Das weckt Kindheitserinnerungen. Mal schauen nach diesem geilen Intro, wie es so weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.